bevor die Kuppelstangen in die Brünierung kommen, werden die noch mal richtig mechanisch blank gemacht auf der Sichtseite, damit die Oberfläche auch wirklich frei von allen Sachen ist, auch von, weiß ich nicht, Zinnresten oder so, und dann die Brünierung da nicht angreift. Dieses Schleifpad, also früher hätte ich das ganz normal hier auf so eine Nagelpolierfeile gemacht. Geht genauso gut. Hat man zwei verschiedene Körnungen. Aber ich habe jetzt hier diese Micromesh Pads gefunden. Gibt es in verschiedenen Körnung. Das geht, also das Feinste ist 12.000, dann merkt man schon gar nicht mehr, dass da irgendwas drauf ist. Fasst sich an wie Papier. Und das kriegst du jetzt mit einer Hand nicht hin. Also ja, gut. Also verschiedene Körnungen. Und das Ganze gibt es bei Diktum unter dieser Nummer. Könnt ihr euch den ja selbst raussuchen. Ich kriege keine Provision. Micromesh. Cushioned Abrasives. Gibt es übrigens auch in kleinerer Form. Da hinten ist dann auch nochmal so eine Farbskala dran mit den entsprechenden Körnungen. Und das ist diese Nummer. So, das jetzt funktioniert, weiß ich nicht, weil jetzt bin ich aber immer, wenn ich mit dem Finger davor bin, müsste er sich ja darauf scharf stellen. Ich könnte ja hier anfangen. Das könnte vielleicht funktionieren. So. Ich kann jetzt überhaupt nicht ins Display gucken. Ich hoffe, man sieht irgendwas. Ich kann es nicht beurteilen. Also das ist jetzt Revell-Farbe, wo ich die sonst relativ selten benutze, aber für sowas ist die ideal, weil die relativ lange braucht zum Trocknen. Und auch die Verdünnung, diese Farbe sehr fließfreudig macht. Ich habe das auch schon mal mit den Weinert-Farben gemacht, dass die sehe ich verkehrt rum. Das geht auch, aber die Farbe trocknet dann immer ziemlich schnell an. Also es geht wirklich jetzt, wenn man die Zeit hat, und die habe ich, nehme ich lieber Revell-Farben dafür. Die Farbe ist relativ dünn und verläuft dann so allein in der Tasche. Dann mache ich das nur so.
So, und da ist natürlich jetzt ein bisschen was auf der Oberfläche. Wie ich das nachher wieder runterkriege, das gibt es dann in der nächsten Sequenz. Da werden die Koppelstangen dann auf einem mit Verdünnung getränkten Stück Pappe hin und her gerieben. Dadurch wird dann auch die Oberfläche wieder fast metallisch blank. Sieht dann wirklich aus wie so angelaufenes Gusseisen. Jo, das waren die letzten 10. Und so sehen die Teile jetzt aus, wenn die aus dem Backofen kommen. Habe ich jetzt eine Stunde bei 80 Grad drin gehabt. Das ist teilweise noch ein bisschen Belag drauf vom Brünieren und ja auch ein bisschen übergemalt. Ich habe jetzt hier so eine, also wirklich eine fusselfreie Pappe. Und da mache ich ein paar Tropfen Revell-Verdünnung drauf. Und Pappe an sich ist ja auch schon so ein bisschen abrasiv durch die Stoffe, die da drin sind. Und dann poliere ich das hier so rüber. Dann ist alles das, was übergemalt war, ist jetzt verschwunden. Und das Metall hat auch seinen Glanz gekriegt. Also so gefällt mir das richtig gut. So, das war's dann soweit.